befinde mich nun wieder am Stand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Neben mir ist Matthias. Matthias vertreibt derzeit das Produkt Trinitrex. Ist das richtig ausgesprochen? Trinitrex, genau. Okay, stell dich noch mal kurz vor, bitte. Ja, herzlichen Dank. Ich bin Matthias, Geschäftsführer und CTO von Sonomed GmbH. Wir vertreiben das Produkt Trinitrex. Wir haben hier im letzten Jahr, waren wir hier Preisträger am Stand in dem EKT-Wettbewerb und sind deshalb jetzt wieder, nach einem Jahr wieder hier und stellen jetzt auch unser fertiges Produkt vor. Wir kommen aus Hamburg und bieten eine Tinnitus-Therapie im Internet an. Wie funktioniert das im Internet? Ja, wir, unser Produkt beruht auf einer Studie, die Uni Münster mal gemacht hat. Die haben gefilterte Musik, ganz speziell gefilterte Musik, Tinnitus-Patienten vorgespielt über einen sehr langen Zeitraum und konnten dort einen Linderungseffekt erreichen. Und genau diese Art der Filterung, die haben wir uns vorgenommen und gesagt, das müsste man automatisieren können, dass das auch jeder zu Hause machen kann und man keinen ausgebildeten Tontechniker dafür braucht und es auch für jeden auch die Qualitätssicherung eines Medizinproduktes gibt, dass man also sich sicher sein kann, wenn ich hinterher was habe, dass das auch wirklich für die Therapie geeignet ist. Und das haben wir in Angriff genommen und funktioniert ganz grob gesagt so, dass der Patient seine eigene Musik mitbringt. Das ist wichtig, weil man durch das Hören der eigenen Lieblingsmusik auch noch Dopamin ausgeschüttet wird, also Lerneffekte im Hirn auch noch verbessert werden. Die lädt er bei uns hoch auf unserer Webseite, die Dateien. Muss dann seine Tinnitusfrequenz wissen, die bekommt er vom Arzt oder vom Hörgerätakustiker. Und wir machen dann auf unseren Servern machen wir dann diese gesamte Filterung mit allem, was jetzt will ich jetzt technisch nicht so ins Detail gehen, mit den ganzen Problemen, die dort auftreten, mit MP3-Enkodierung, die das nicht wieder zerstören darf, die Filterung, mit Therapie an der Potenzialanalyse. Wir gucken also, ist diese Musik auch geeignet, die der Patient uns gegeben hat, für genau die Frequenz. Endeffekt ist, der Patient hat eine Datei, die hinterher gefiltert ist, die für seine Therapie geeignet ist und auch noch die Sicherheit, dass die Musik, die er uns gegeben hat, auch geeignet ist für seine Therapie. Die kann er dann wieder runterladen und dann auf seinem Endgerät, wie er das normalerweise auch Musik hört, wieder hören und dadurch die Therapie anwenden. Also sein eigenes MP3-Abspielgerät nehmen, sein Handy, Smartphone, den MP3-Player, iPod, CD-Player auf eine CD brennen, wie auch immer. Also es hört sich immer sehr spannend an. Als Tinnitus-Patient würde ich normalerweise zum Arzt gehen, zum Akustiker oder Hals-Nasen-Ohrenarzt beispielsweise. Du hast ja schon gesagt, hier sind mal ganz andere Vertriebswege. Das Handy, iPod oder die Webseite. Gibt es da noch was Interessantes? Du hast es mir vorhin schon erzählt, vielleicht erzählst du noch mal was darüber. Ja, also natürlich ist der erste Weg, das ist überhaupt ganz klar, ohne Frage immer zum Arzt. Ja? Also da führt nichts darüber bei. Man muss eine Diagnose haben, man muss auch andere Faktoren ausschließen. Wir behandeln nur den chronischen Tinnitus. Also wo man schon ausgeschlossen hat, dass es noch irgendwelche organischen Ursachen hat und so, das muss passieren. Und der Arzt muss auch noch die Diagnose stellen. Das wollen und dürfen wir auch gar nicht. So. Wenn das dann der Fall ist, dann geht es darum, wie bestimme ich am besten diese Tinnitusfrequenz. Und da ist der Arzt ist dann ein richtiger Ansprechpartner, der kann das bestimmen, aber halt auch der Hörgerätakustiker. Das sind also die sonst Hörgeräte verkaufen. Die haben das richtige Equipment, die haben einen Raum, so eine Schallkabine, die haben so ein Hochtonaudiometer, was man da braucht und die können diese Frequenzen halt nach einem Verfahren, was wir auch schulen, sehr genau bestimmen. Und das bauen wir momentan aus. Da bauen wir also gerade unser Vertriebsnetz aus, indem wir uns mehrere so mittelständische Hörgerätakustikerketten nehmen in ganz Deutschland, die wir auch auf unserer Webseite www.tinnitrex.com auch empfehlen. Das heißt, der Kunde kann dort seine Postleitzahl eingeben, bekommt Partner aus der Nähe empfohlen, kann dann dort in den Laden gehen und dort sich beraten lassen, kann dort seine Frequenz bestimmen lassen und das Produkt auch kaufen. Wir haben dann noch eine Vertriebskooperation mit Sennheiser. Das heißt, wir verkaufen auch gleich noch den passenden und gut geeigneten Kopfhörer. Das ist auch wichtig für die Therapie, dass man halt Kopfhörer verwendet, um Störgeräusche auszugrenzen. Und da haben wir halt drei ausgesucht, die besonders gut geeignet sind, für die auch unsere Software sogar noch, mit einer ingenieursmäßigen Höchstleistung, dann noch wirklich auch noch das letzte
letzte bisschen noch rauszuholen, auch noch angepasst ist. Das heißt, wir passen unsere MP3s auch noch auf den Frequenzgang des Kopfhörers sogar noch an. Das heißt, der Kunde bekommt dann wirklich ein Paket in die Hand, mit dem er alles hat, was er braucht. Braucht eigentlich nur noch ein Abspielgerät, einen MP3-Player oder einen CD-Player, was auch immer er möchte. Kann dann, wenn er das vom Hörerakustiker gekauft hat, hat seine Frequenz bekommen, hat einen Freischaltcode fürs Internet, kann sich, dann muss dann bei uns nichts mehr bezahlen und kann loslegen, seine Musik zu konvertieren und dann auch mit der Therapie loslegen. Du hast mir bereits im Vorfeld darüber berichtet, dass es durchaus verschiedene Kostenfaktoren gibt, beispielsweise Rechtsberatung, aber mit Sicherheit auch Programmierung und vielleicht auch noch Forschung. Wie finanziert ihr das Ganze? Wir haben uns am Anfang selbst finanziert. Wir haben also aus Eigenleistungen, wir haben halt in unserem Team, sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben also eigentlich alle Kompetenzen, die wir brauchen, haben wir im Team vorhanden gehabt, im Gründerteam. Also Informatik, Psychologie, BWL und Tontechnik. Also jemand, unser Tontechniker, der das auch genau versteht, was man da alles tun muss und worauf man achten muss. Und dadurch, das ist natürlich kostendämpfend, ja, weil wir dann nur unsere eigene Arbeitsleistung einbringen können und damit schon sehr weit kommen. Du hast eben schon gesagt, Rechtsthema ist bei uns ein großes Thema. Also das ist bei jedem Startup, also mit angefangen mit Patenten und Steuerberatung und so weiter. Bei uns haben wir noch ein paar Themen mehr, weil wir halt Medizinprodukt sind und da gelten noch wieder ganz andere Regeln auch für Softwareentwicklung, also mal schnell einen Webserver aufsetzen und freischalten, so, das geht nicht. Da muss man Qualitätsstandards einhalten und Qualitätsmanagement machen, Qualitätskontrolle und so weiter. Wir unterliegen im Heilmittelwerbegesetz und also Urheberrecht ist auch immer so ein Thema noch. Also da, klar, da sind Rechtsberatungskosten sind da ziemlich hoch. Aber natürlich auch jetzt genauso müssen wir Vertrieb aufbauen, wie jedes andere Unternehmen auch. Das sind natürlich jetzt auch Kostenfaktoren. Also genau, wir haben dann mehrere Förderungen bekommen. Einmal hier letztes Jahr an der CeBIT, das IKT. Sind dann von der Stadt Hamburg gefördert. Da gibt es ein Programm, das heißt InnoRamp Up. Dort gibt es bis zu 150.000 Euro für Hamburger Startups und das hat uns natürlich sehr weit gebracht. Da sind wir also auch mit einer guten Förderquote noch drin und können also, das ist so ein Erstattungsprinzip, können da die meisten unserer großen Kostenblöcke können wir von denen gefördert bekommen. Und dadurch sind wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Bis jetzt bei jedem Interview haben wir auch immer noch mal nach ein paar Tipps gefragt für unsere Gründer oder für Gründer, die dieses Video anschauen. Kannst du noch ein paar geben? Ja, ich glaube, einen Tipp, den viele geben und der sich auch immer bewahrheitet, ist anfangen. Ja, nicht zögern. Das ist bei uns ein bisschen schwierig gewesen, weil ein Medizinprodukt darf man jetzt nicht irgendwie mal was Halbfertiges anbieten. Ja? Trotzdem war es auch so, auch wir haben Prototypen gemacht. Die haben wir keine Patienten mitbehandelt, aber um das Ganze mal zum Laufen zu bringen, mal eine Abschätzung machen zu können, wie aufwendig das ist, was man noch für Hürden übernehmen muss. Und das ist essentiell. Gut, ich bin jetzt auch der Informatiker von der Softwareentwicklung, da kenne ich das halt auch so. Möglichst schnell mal anfangen. Muss man vielleicht am Anfang auf Qualität erstmal nicht achten. Hauptsache Prototyp steht und man kann da irgendwie ein Gefühl dafür kriegen. Und dann fängt man an, mal ein paar Freunde aus dem Freundeskreis oder aus dem Patientenkreis oder was auch immer dann man für ein Startup hat, mal zu fragen, würdest du es kaufen, denen das mal zu zeigen. Und wenn dann gutes Feedback kommt, dann Schleusen aufmachen. Ja? Job kündigen, Finanzierung suchen, anfangen. Ja, vielen Dank für die Tipps. Ich wünsche euch noch sehr viel Erfolg für die Zukunft und vielleicht, wenn ich mal 20 Jahre später das Produkt brauche, dann steht es mir hoffentlich zur Verfügung. Ja. Und vielleicht auch allen anderen, die das hier heute hören werden. Wir hoffen es nicht. Wir wünschen es ja nicht. Ja, natürlich. Wir wünschen es halt Kunden, aber eigentlich wünscht man niemandem, dass er die Infos bekommt. Okay. Viel Erfolg. Danke sehr.